Du, Andreas, in unserer... Hi, ich bin Antonia. Und ich bin Andreas. Du, Andreas, jetzt haben wir ja schon gesehen, dass es Planner in den verschiedenen Kanälen gibt. Mhm. Aber tatsächlich ist es in Teams auch eine eigene App. Okay. Ich würde dir das mal ganz kurz zeigen. Also ich klicke dafür hier auf die drei Punkte und da siehst du auch schon Planner. Und hier öffne ich dann direkt die App. Als allererstes habe ich einen Überblick über alle Aufgaben, die ich in den unterschiedlichen Kanälen eben habe. Mhm. Und hier siehst du auch schon diese die Aufgabe, die ich dir zugewiesen habe. Genau, perfekt. Genau. Und wenn ich jetzt hier auf Filter klicke, dann kann ich, wie ich eben möchte, diese Aufgaben nochmal filtern. Zum Beispiel, welche Aufgaben wirklich heute dran sind. Und hier daneben habe ich nochmal Gruppieren. Da kann ich die Aufgaben nach Status gruppieren oder auch nach Plan oder nach Fälligkeitsdatum. Das gibt mir einfach nochmal eine generellere und bessere Übersicht über wirklich meine Aufgaben. Okay. Dann gibt es oben noch ein paar Reiter, sehe ich. Mhm, genau, hier habe ich zum Beispiel den Reiter Aktivität. Hier sehe ich alle Aktivitäten, die mit mir zu tun haben, in Planner. Also unabhängig, je nach Kanal, sondern ich sehe wirklich alle Aktivitäten. Ich sehe hier noch zuletzt verwende. Das sind einfach die Pläne, die ich tatsächlich am häufigsten dann auch verwende und zuletzt eben. Und hier sehe ich alle Pläne, die es in den unterschiedlichen Kanälen gibt, wo ich Aufgaben habe. Okay, das heißt für mich persönlich die ideale Übersicht, welche Aufgaben sind in den Planner für mich da und ich kann mir schauen, wann ich welche Aufgabe erledige. Genau, und so organisiere ich mich immer. Sehr gut. Weitere Funktionen von Microsoft Teams gibt es in den anderen Videos.